Dieser Leipziger ist 46 Jahre alt und arbeitsunfähig. Jahrzehntelang kam er nicht los vom Alkohol. Täglich 1,5 Flaschen Schnaps. Ich konnte mir bei meinem persönlichen Zerfall ganz gut zugucken. Also, aber ich habe das auch in Kauf genommen, sogar das. Er ist schwerbehindert. Der Alkohol hat seinen Körper zerstört. Die Leber, die Lunge, das Herz. Ich wusste, dass ich daran sterben kann, aber ich hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen. Eine schwierige Jugend. Seitdem war Alkohol sein Trost, bis Mai vergangenen Jahres. Er bekam einen Insider-Tipp und die Empfehlung eines Arztes, der ihm Baclofen verschrieb. Und plötzlich war der Suchtdruck weg. Als wenn man von irgendwelchen Fesseln befreit ist. Ja, also man hat nicht mehr der Typ, der die ganze Zeit neben einem hergelaufen ist und hat gesagt, du musst die ganze Zeit was trinken, der ist jetzt auf einmal weg. Der ist nicht mehr da. Er ist einer von 1,8 Millionen alkoholkranken Menschen bundesweit. Aber nur einer der wenigen, die von Baclofen profitieren. Das ist bedauerlich, meint Ärztin Vera Schnell. Sie erzählt uns, dass nur etwa 50 Ärzte in Deutschland mit Baclofen behandeln. Sie ist eine davon und kann damit so vielen Patienten helfen wie noch nie. 75% meiner Patienten führen ein alkoholfreies Leben. Ich habe erlebt, was Alkohol in den Familien anrichtet. Und wenn man da in die Familien Frieden bringen kann, das ist ein ganz toller Erfolg. Sie erklärt uns, das Verlangen nach Alkohol wird im Stammhirn ausgelöst. Hier verursacht Dopamin das unkontrollierte Trinken. Diese Steuerung wird durch Baclofen blockiert. Der Patient hat Ruhe. Der kann durch den Supermarkt gehen und sagen, da steht das Bier, da steht der Rotwein, ich brauche es nicht. Den Wirkstoff Baclofen gibt es schon 40 Jahre. Er wurde für die Behandlung von Multiple Sklerose oder Rückenmarkserkrankungen entwickelt. Dass er auch gegen Alkoholismus hilft, wurde durch Zufall entdeckt. Von dem Pariser Arzt Olivier Ameisen, selbst schwer alkoholabhängig. Nach etlichen erfolglosen Therapien stieß er auf Baclofen. Im Selbstversuch stellte er fest, bei hoher Dosierung verschwindet sein Verlangen nach Alkohol komplett. Er machte seine Erfahrungen öffentlich. Auch den Pariser Suchtmediziner Philippe Jury überzeugte das Buch. Inzwischen hat er 400 Patienten mit Baclofen behandelt. Es fehlte etwas. Es fehlte uns ein Hilfsmittel. Ich habe auf ein Medikament gewartet. Mit Baclofen haben wir es schließlich gefunden. In Frankreich behandeln 5000 Ärzte mit dem Medikament und haben schon mehr als 100.000 Patienten geholfen. In Deutschland dagegen sperren sich immer noch die meisten Suchtmediziner, Baclofen zu verordnen. Einer von ihnen, Tom Schor von der Berliner Schlossparkklinik. Eine besondere Gefahr ist beim Einsatz von Baclofen, dass der Patient letztlich seine Suchtüberzeugung aufrechterhält, indem er nämlich denkt, jetzt gibt es ein Wundermittel, das alle meine Probleme löst, so wie es vorher der Alkohol war. Zwar macht Baclofen nicht in dieser Weise abhängig, im stofflichen Sinne, im biologischen Sinne, aber psychologisch ersetzt das, was für Baclofen versprochen wird, genau die Überzeugung, die bisher dem Alkohol galten. Statt einer Pille gegen die Sucht befürwortet er Verhaltenstherapien. Die Kranken sollen lernen, auf Alkohol zu verzichten. Dabei wird mehr als die Hälfte der Patienten bei solchen Behandlungsansätzen wieder rückfällig. Zum Beispiel auch dieser Mann aus Sachsen, der nicht erkannt werden will. Ja, man lernt bei der Therapie schon Grundregeln, wie man dem Alkohol aus dem Weg zu gehen hat. Aber sobald die Therapie zu Ende ist, fängt das Leben erstmal, dann wird es erstmal richtig hart. Der Suchtdruck war zu groß. Er bat seinen Therapeuten, ihm zusätzlich Baclofen zu verschreiben. Das wurde sofort abgeblockt. Ich habe das Gefühl, dass die dort das gar nicht wollen. Viele machen ihre Therapie zum zweiten oder dritten Mal. Und mit dem Baclofen wird es ganz einfach so sein, dass die, die das Baclofen nach der Therapie nehmen, nicht wiederkommen, ja, weil sie dann mit dem Baclofen einfach trocken bleiben. Verständlich, dass viele Suchtkliniken Baclofen nichts abgewinnen können.
Dortige stationäre Langzeittherapien bringen rund 120 Euro ein, pro Patient, pro Tag. 100 Tabletten Baclofen reichen dagegen für einen ganzen Monat und kosten nur 17,60 Euro. Baclofen ist in Deutschland nicht für die Behandlung von Alkoholismus zugelassen. Es ist zwar nicht verboten, aber eine juristische Grauzone für Ärzte, die es dafür verschreiben, so wie Vera Schnell. Ich bin mehr als bei einem Produkt, das zugelassen ist, dafür verantwortlich, dass das Produkt so eingenommen wird, wie es richtig ist und dass, wenn etwas schief geht, ich nicht sagen kann, ja, die Pharmaindustrie hat vielleicht auch einen Anteil daran, sondern ich stehe ganz alleine mit dem Produkt da. Deshalb klärt sie ganz genau auf über mögliche Nebenwirkungen von Baclofen, wie zum Beispiel Müdigkeit oder Schwindel. Das sei allemal besser, als dass sich ihre Patienten den Körper mit Alkohol zerstören, so die feste Überzeugung der Ärztin. Damit Baclofen auch für die Indikation Alkoholismus zugelassen wird, sind Studien erforderlich. Wissenschaftler der Charité haben zwar kürzlich die hohe Wirksamkeit von Baclofen nachgewiesen. Allerdings sind der Zulassungsbehörde 43 Probanden zu wenig. Wir haben bei der Pharmaindustrie nachgefragt. Dort besteht kein Interesse, Studien zu finanzieren, denn der Patentschutz ist abgelaufen. Es lässt sich also nichts daran verdienen. Die Regensburger Suchtmedizinerin Vera Schnell hat sich deshalb an ihr zuständiges Gesundheitsministerium in Bayern gewandt. Ich habe der bayerischen Gesundheitsministerin einen Brief geschrieben, habe meine Erfahrungen mit dem Medikament ihr mitgeteilt und auch die gesellschaftlichen Folgen dieses exzessiven Alkoholkonsums. Jemand, der mit 45 Jahren berentet wird wegen chronischen Alkoholismus, kostet das Sozialsystem bis zu seinem Tod etwa 500.000. Und da denke ich, wäre alleine durch die finanzielle Situation ein Anreiz für das Ministerium, mal darüber nachzudenken. Das Bundesland Bayern verweist auf die Pharmaindustrie. Das Bundesgesundheitsministerium wiederum antwortet, es sei nicht dafür zuständig, Studien für Baclofen in die Wege zu leiten. Er kann das nicht verstehen und geht deshalb an die Öffentlichkeit. Als er von Baclofen erfuhr, war seine Gesundheit bereits ruiniert. Ich denke, dass das Baclofen, wenn das bei mir so gut anschlägt, obwohl ich wirklich völlig am Boden war, dass es auch anderen unbedingt helfen könnte. Und ich würde mir wünschen, dass vielen auch dieser Weg bereitet wird. Seit einem Dreivierteljahr nimmt er Baclofen und ist seitdem trocken. Seine Herzleistung hat sich deutlich verbessert. Er beginnt jetzt, seinen Alltag neu zu gestalten. Ein Leben ohne Alkohol.